Willkommen zurück zu einer weiteren spannenden Folge Punkt Mann und Vettel auf ZDF. Mit dabei natürlich der Vettelkreis. Ja, das stimmt. Passt zu meiner Körperform. Ja. Ja. Genau. So, machen wir mal weiter hier. He kept everything from us. He never told us we were brothers. With every word, every test, every gift, he was raising us to be killers. Wenn du nach Fairport zurückgehst, da unten hältst du keine Minute durch. Wenn wir dich nicht erwischen, werden es diese Freaks tun. Hört sich an, als würde der bescheidene Versuch von Arme Cam, das Chaos zu besiegen, nicht so problemlos verlaufen. Dampfe. Ich bin ein heißer Typ. Oder ein ungeduschter. Oh, super mal. Erstmal ab zum Walmart oder was? Na, wir sind jetzt in irgendeinem Bauhaus. Bolinius? Gibt's hier Bolinius im Lager? Ich bin hier, um meine Bolinius-Sucht zu stellen. Na, guck mal hier. Kannst du rein? Oh, hier Gurken. Bolinius Center? Flaming Log Gurken. Alter, Gurken. Ah, nee, das sind keine Gurken. Das sind Flaming Logs halt. Aber hier gibt's Brennholz. Aqua de Giotto. Aber Brennholz in Plastikbehältern? Hier, guck mal links. Ich dachte erst, es wären Gurken oder sind das Brenngurken? Das sind auch keine Gurken, das ist. Es aussieht wie Gurken. Flaming Log. Ja. Aber, in einem Plastikbehälter? 50% mehr. Flüssigholz! Das ist Flüssigholz von Kreis Industries. Ah, das ist leckere Flüssigholz. Flüssigholz! Das ist auch eine Erfindung, die Welt braucht. Ey, da fallen Salamis vom Himmel. Bei dir auch? Was denn hier? Ja. Guck mal hier. Bring so ein Waschmittel. Laundry. Die. Guck mal hier, Beefy Bags. Was sind denn Beefy Bags? Alter, Beefy Bags und Garbage Bags. Also eine Tasche für deine Beefies und eine für den Müll. Kaffeebohnen. Und hier Crossing Streams, Imported Bottled Water. Alter, importiertes Wasser, ey. Das ist sowas, was Kiescher trinkt. Gekreuzte Strahlen heißt das Zeug. Hä, wer hat denn hier Kerzen aufgestellt? Welcher Irre. Guck das doch mal an. Sie eben gerade die Europalette bewegt. Crossing Streams. Gekreuzende Ströme. Ja, wenn sich die Pipi-Ströme kreuzen, dann wird's zu Wasser. Oh, ich hab Survival-Trick. Pipi kreuzen, hast du frisches Wasser zum Trinken. Mit Hochdruck, wenn er so richtig. Guck mal hier, das Europaletten-Massaker.
Wenn du so richtig Druck machst, dann teilt sich Urin von Wasser. Uiuiui. Wow, hey. Guck mal da hinten langsam. Ja, als ob. Die Herzen brennen hier schon eine ganze Weile. Ja, das war mal Metaware. Wer hat denn die Salamis gerade vom Himmel geworfen? Da muss ja irgendwer die Beefy Bags aufgerissen haben. Er hat die Beefy Bags aufgerissen, die können wir so nicht verkaufen, yo. Pausenraum mit heidnischen Symbolen. Oh ja. Guck mal hier, können wir das aufmachen? Fidget Spinner. Midget Spidget. Fidget Fidget ist mein Lieblings Fidget Fidget, dieser Batmans Fidget. Oder sowas, ne? Oi. Ey, selbstfahrende Einkaufswagen. Future is now, Alter. 2011 wussten die halt, was morgen kommt. Ich geh mal hier auf die Damentoilette. The Red Room. Was macht der denn da? Hat er eben gerade sich irgendwie... Auf dem Damenklo. Guck mal hier, du kannst die Kabine aufreißen. Ja, da war ein fiesen Schiss. Alter, was ist denn mit dem passiert? Den Darm verteilt. Ja. Der hatte viel zu viele Bolinos. Hier kannst du auch noch aufmachen. Belgisch Pressing. Das Belgisch Pressing hat er gemacht. Mal hier, mit Behinderten. Option. Die waren halt schon 2011, ne? Fortschrittlich. Ich bin... Hey. Oh, hier, Leiche. Schönes Seelenmanner. Was sind hier? Ach so, Granat, das sah aus eben wie Kinderschuhe. Kinderschokolade. Schönes Bueno. Ey, guck mal hier. Alter. Mit Blut. Almas Kult. Ha, sie haben gesagt, nie zwei Packungen Bolinos hintereinander, ne? Ja. Steht auf der Verpackung. Da steht drauf. Oder die wurden halt nicht richtig zubereitet, nur echt über Matratzen. Aber du merkst schon, es ist nicht so fierig, ne? Bei ein richtiges Fier wäre eigentlich viel dunkler, so, ne? Vielleicht, weil wir auch irgendwie. Ja, das ist halt noch 2011 Horror irgendwie so, ne? Oder vielleicht, weil wir jetzt auch zu zweit sind. Vielleicht, wenn man die Atmosphäre macht, Licht aus, sich irgendwie hier so hinsetzt und dann es auf sich wirken lässt und nicht die ganze Zeit über Bolinos labert. Was denn? Weil das ist jetzt schon wieder das Wort des Let's Plays, ne? Ja, ich kann ja auch nichts dafür. Das ist so ein cooles Wort. Bolinos wird die ganzen... Die nächsten fünf Jahre werden fünf Menschen Folgen in Streams und Dings schreiben, oh, krass, Packung Bolinos, Ich bin hier einen geheimen Weg gegangen, ne? Das sind so komische kleine Knittels, ne? Ja, ja, so kleine Fleischknittel. Kleine Knittels. Bist du auch den geheimen Weg gegangen? Nee, ich bin über dir. Von hinten. Aber was haben die denn hier getrieben im Sparmarkt? Aber hier ist nichts. Ich dachte, hier wäre jetzt irgendwas in der Fleischzentrale zu finden, aber... Oh, hier ist die Fernsehabteilung. Die geht richtig steil, du. Vielleicht müssen wir da später nochmal hin. Ich kann nochmal hier runter, aber ich gehe mal hier runter. Ui. Das ist ganz schön spooky hier unten. Wie bist du denn da hingekommen? Eine Leiter nochmal runter. Ich bin hier drüben. Du warst ganz oben irgendwie, ne? Ich war ganz oben, ja. Boah, was war das jetzt eben? Ich hab ab und zu auch irgendwie so Visionen. Irgendwer wird gestöhnt, ja. Ich bin hier lang, da kannst du hier, wenn du willst, lang. Kannst hier schön auf die HiFi-Abteilung blicken. Da kann man auch nochmal runter. Dann bin ich hier runter, guck mal hier. Sollen wir nicht einfach in die HiFi-Abteilung springen? Ja, spring doch mal hier an der Seite runter. Das ist der offizielle HiFi-Weg. Ich glaube, du kriegst Schaden, wenn du da runterjumpst. Nee. Echt? Na okay, du bist ja eh schon tot. Ich sag ja. Boah, was war denn das? Alter! Ui! Er läuft durch die Fernseher, Alter! Ausverkauf bei LG! Ja, jetzt so viel zum Thema, kein Horror. Irgendjemand ist richtig wütend, weil die Wii weg ist. Seine Nunchucks. Da, hast du gesehen? Ja, Nunchucks ausverkauft. Alter. Ey, die jumpen von Fernseher in Fernseher. Was sieht man denn auf dem Fernseher? Eine Leiche oder sowas? Kein Zweifel. Wir werden gejagt. Ach nee, mach keinen Shit, Pointy. Wow. Ah, was war das? Mal die zerschießen? Da
Sag mal, sind wir hier richtig? Exit, guck mal, hier ist Exit. Alter, wow, da! Wow, wow, wow! Medien-Junkies! Medien-Junkies! Millennials greifen uns an! Hinter uns. Hast du ein Millennial übernommen? Ja. Alter, was sind das für Dudes? Du hast richtige Zombies. Ha, ich hab seinen Knüppel. Alter, wie die aussehen? Ist das irgend so ein Kult? Der Kult der Super-Shopper? Wir glauben an die Sparangebote. Black Friday. Wir beten den Black Friday an. Der schwarze Freitag. Aber guck mal, hier ist noch ein Tor. Kannst du öffnen? Nee. Naja, dann rütteln kannst du, ne? Ja. Genia-Nussmischung. Einfach kloppen. Boah, die stehen auf, die Tiefkühlis. Irgendwelche Tiefkühl-Heinis. Alter, yo. Aber auch ein Riesenladen. Guck mal, da war sie wieder, die trächtige. Und die trächtige Mama im Tiefkühlfach. Die trächtige Alma. Ein Messer könnte ich nehmen, aber jetzt habe ich gleich keinen Buddy mehr. Haben die denn im Gesicht? Schau dir mal sein Gesicht an, der hat da irgendwie so ein Strudel. Die ja. glauben. Na, da war sie wieder, die Alma. Aber diesmal ohne Tracht. Die glauben irgendwie an die heilige Zimtrolle. Der Zinni-Mini-Strudel ist ja Gott. Ja, alle macht den Strudel. Den Zimt. Oh, oh, das Regal hinter dir! Alter! Das ist eigentlich schon ganz cool. Im Sparmarkt. Spaß im Sparmarkt. Ey, Junge. Er hat ein Cappy angehabt. Deswegen war er 20% robuster. Oh, hier geht's rein in den Tiefkühler. Ja, du kannst einige. Oh, der ist wieder aufgestanden. Sind das Tote? Ey, die stehen wieder auf. Dude. Ich stecke im Tiefkühler fest. Ja, ich werd gerade zusammengeschlagen. Ich brauche deine Hilfe. Ich stecke im Tiefkühler fest. Ich komme nicht raus. Geht doch irgendwie so. Hier, irgendwie so oder was? Der Tiefkühler hat ein Problem. Ich kann nur Strafe jumpen. Mit Strafe Jumps komme ich raus. Oh, ich bin beinahe draufgegangen. Bei der großen Kühlerverschwörung 72. Ja. Im Kühler konnte ich nur strafen. Bisschen aus wie Ashton Kutcher. Ja. Ashton Knutscher. Ashton Knutscher. Ashton Rimmer. Boah, hier sind ganz viele Tiefkühlseelen. Alle finden und konsumieren. Das ist wichtig. Ach, hier ist noch einer mit so einem komischen Knüppel. Hier ist eine Tür, die aufgeht. Oscar 7-2. Hinweis an alle. Feinde halten sich höchstwahrscheinlich noch im Gebiet auf. Oh, ich habe hier noch eine Gammelseele gefunden. Als rein damit. Immer schön reinfegen, die Dinger. Und irgendwelche Schockgranaten liegen hier noch rum, aber... Auch Munition für eine Knarre? Weiß ich, nee, habe ich jetzt nicht gesehen. Habe ich nicht drauf geachtet. Boah, ich habe hier eine Kiste. Boah, geil, Akimbo. Dann nehme ich doch. Double Uzi. Ich hätte gerne eine Schachtel Bolinos und eine Akimbo. Guck mal hier. Komm mal zurück. Da, der Kinderwagen. Ist hier kein Kinderwagen. Hier, siehst du nicht. Ach so, ah ja, doch. Ein Ritualwagen. So ein typischer Ritualwagen. Wir sehen bei Kleinanzeigen. Hier bei Kleinanzeigen mit bisschen Blut. Aber sonst gut. So eine Tiefkühlseele. Zustand wie neu, bis auf das Blut. Zustand wie neu, bis auf das heidnische Blut. Wurde nur einmal verwendet für für satanistisches Nazi-Ritual. Okay. Was ist mit dem denn da hinten? Die Angebote! Ihr Helikopter King 3-4 an das Kommando. Oscar 7-2. Also, die haben Bomben umgeschnallt. Empfehle neue Sicherungsstellung. Unterwegs zur sekundären Landezone beim Ladedock. Ich würde dafür sorgen, dass sie weit von uns wegbleiben, Bruder. Hm. Toll, aber ich habe vorgesorgt mit Sprengwesten. Aber ich habe einen Nahkampf. Oh, hier kann man hoch. Ah. Huch, da war Almi.
Almagurt von Ehemann. Von Ehrenmann. Almagurt von Ehrenmann. Der mit dem Schmalz. Okay, die gehen super schnell leer hier, die Double Uzis. Das war witzig, aber die flexte so schnell leer. Oh, wow, Sprenger! Hat er eben gerade den Sprenger genommen und als Schutzschild verwendet, der andere davor? Ich weiß nicht, kann gut sein. Achtung! Vorsicht! Wie kommen wir denn jetzt weiter hier? Hier runter wahrscheinlich, oder? Hier aufs... Ah ne, guck mal, hier ist die Leiter. Ja. Dann wahrscheinlich hier runter und dann über die Rampe hier drüben. Jetzt auch hier oben durchgekonnt. Almagurt von Ehrmann. Oh, die Gartenabteilung. Da bin ich immer gern. Da gibt's so teuren Scheiß, den ich mir nicht leisten kann. Wie Dünger für Bomben. Nee, aber es ist halt so, in der Gartenabteilung steht meistens das ultrateure Zeug. Alter, Darts. Woody Woodman. Klar, er ist in der Gartenabteilung. Boah! Rasterfeld One! Rasterfeld One! Negativ! Was bist du? Sind immer so auf den Sprenggürtel schießen, auf die Manschette drauf, ne? Müssen wir hier überleben? Achtung, da ist noch einer. Aber kannst du überhaupt sterben oder geht einfach nur deine Hülle kaputt? Dann geht meine Hülle kaputt und dann kann ich sterben. Wow, Aufstieg. Uff. Boah! Alter! Das war eben gerade sehr unangenehm. All Mulch, guck mal hier. All Mulch on Sale. Mulch Sale. Hier, all Mulch on Sale, Alter. Deswegen sind die so durchgedreht. Das End of Season. Da gab's gratis Mulch. Kann die Meute schon zum Durchdrehen bringen. Plötzlich Stranger Things irgendwie, ne? Ja. Ihr werdet sie nicht finden. Das kann ich nicht zulassen. Geht zurück. Sofort. Wow. Oh, Alter. Ey, Rippchen und so, Mulchsale, alles da. Ja. Müssen wir noch durch die Fleischerei hier, oder was? Alter, wie die aussieht. Zieh dir das rein. Oh. Ordentlich Schweinehälften boxen. Uiuiui, hier wird der Balboa gemacht. Der Balboa, ja. Der Balboa. Mein Balboa habe ich euch. Hier hängen auch irgendwelche Dudes. Ja. Hängen schon eine ganze Weile. Noch mehr Dudes. Alter, was haben die hier getrieben? Weiß auch nicht. Oh, hier ist noch eine Schimlette. Master Chimney hat sie erstmal. Was ist das? Was ist das hier? Einfach mal so eine random Zeitlupe ohne Sinn. Ja. Aber weil cool, weil COD. Meat Delhi? Ja, aus Indien. Gute Delhi Meat? Guck mal hier, das abgepackte Fleisch. Mm. Ah, wir sind bei Tönnies jetzt. Ja, wir sind bei Tönnies jetzt. Da oben, Achtung, hier ist so ein Messerwerfer. Ah, jetzt bist du irgend so ein Kultist. Ist ja geil. Zack. Oh, mit Messern kann man flocken. Alter, geil. Und da heißt es, gab kein Flocking. Da ist es doch. Da ist es doch, liebe Kinder. Nur echt mit Flocking. Ach, da oben ist noch so ein Flocker. Ich flocke. Problem ist nur, ich habe so wenig Moon.
Dort oben ist eine Alma-Puppe. Blams. Guck mal, hier oben. Kommt man da hoch? Die Puppe da hinten? Ah, ne, das sind irgendwelche brennenden Lampen. Aus alten Pizzaschachteln haben sie eine Treppe gebaut. Ja. Was ist das denn hier? Squeezy. Squeezy, Alter. Schöne spicy Squeezies. Hier sind die Bowmans. Gut, Bowmans. Alter, wenn hier in den Kisten nichts versteckert ist. Gar nichts. Gibt's ja nicht. Ne, hier geht's nicht weiter. Unsere Hidden Wall. Ja, hier ist jemand versteckert. Was war das? Oben. Ah, ich hätte gern seinen. Ne. Hier kannst du so ein bisschen Seele schleckeln. Wer macht denn hier? Da hinten, Dogo-Mann. Auf jeden Fall hier durchs Labyrinth weiter hoch. So, er ist tot. Noch ein Sprenger. Ja, hier unten. Was ist eigentlich, wenn du einen Sprenger übernimmst? Dass du nur einmal kannst dann reinrennen oder wie? Ja, wahrscheinlich. Ist quasi eine wandelnde Cronaudi. Falls, hier geht's durch. Ich bin runtergefallen, aber irgendwie wird. Ah, ne, da geht's auch noch lang. Aber da runter komme ich jetzt nicht. Aua. Kommst du nicht hier rüber, wo ich bin? Nee, irgendwie nicht. Die Lücke hier ist nicht groß genug. Wie bist du denn da hingekommen? Am anderen Ende. Ah, da hinten. Guck mal hier, Alma haben sie da mit Blut auf den Fernseher geschmiert. Die Arme. Kein Wunder, dass die so sauer ist. Die Leute wundern sich immer, ne? Ja klar, wäre ich auch mega pissy. Schnauze. Besser Jockel. Schmeißer, der Dreckische. Uff, den haben wir auch wieder ganz gut zerrissen. Oi, oi, oi. Wenn es tatsächlich die Mächte des Wahnsinns gibt, dann starren wir jetzt auf sie. Der Schaukelstuhl. Guck mal, hier mit den Sales-Bannern haben sie voll was gebastelt, ne? Ja. Holy Sales steht da sogar. Die heiligen Sales. Oh, hinter uns, über uns. Rechts, links. Wow, 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 überall Sprenger. Der Kult der Zersprengten. Ach, sieh mal an, ich kann jetzt mehr Munition mit mir rumtragen. Ist ja praktisch. Boah. Bam. Ach, da kommt noch einer beim Teddy. Der Berli. Komm raus, Berli. Komm raus, Berli. Komm raus. Komm raus. Berli, komm raus. Wer macht denn hier? Oh. Die sind aber echt robust dafür, dass die nichts anhaben, ne? Ja, dafür, dass sie nackt sind, können die echt viel aushalten. Ein 20 Vettel Explosionsabschüsse soll ich machen. Oh, es, die brechen durch. Hier ist eine Augenmatratze. Ja, weggefegt. Über dir, Jo. Hau sie weg. Alter, hast du gesehen? Ich hab nur hinter den Kisten so einen Haufen und Fleisch hochspritzen sehen. Warum stirbt der denn hier nicht? Was ist mit dem? Einige sind halt so sonderrobust. Der Vettelkönig. Der Vettler. Sind die jetzt auf der Seite der Polizisten?
Nee, die kämpfen alle so querbeet. Alle hassen alle, ist das so ein bisschen. Alle hassen aber uns. Ja, wie im echten Leben. Die Explosion hat ihnen bestimmt das Hirn verbrannt. Andererseits zeigt ihr Verhalten etwas, das ich bewundere. Ihr Faible für Gewalt. Das ist nicht nur Gekritzel von Verrückten. Ich glaube, dass das Botschaften sind. Komm schon, Bruder. Ich glaube fast, dass uns Ungeheuerliches erwartet. Ja, nicht schlecht. Ja, gar nicht mal so schlecht, du. Nicht schlecht. Ihr Lieblingssohn wieder. Gut, Freunde, wir sehen uns in der nächsten lieblichen Folge wieder. Lasst eine liebliche Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Tüdelü.